Gold ist wieder stark gefragt. Jüngst hat das Edelmetall deutlich zulegen können und ist auf ein 6-Jahres-Hoch geklettert. Fragen dazu jetzt an Vermögensverwalter Andreas Glogger von Glogger und Partner. Herr Glogger, was sind denn die Gründe für den sehr steilen und schnellen Anstieg des Goldpreises? Ja, die Flutung der Notenbanken mit viel Geld, die Märkte zu stützen, hat natürlich dazu geführt, dass viele Investoren erste Inflationssorgen gehabt haben und Gold als sicheren Hafen gekauft haben. Nicht nur in Dollar, sondern auch in Euro ist der Goldpreis stark gestiegen, was ja nicht immer der Fall ist. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ja, gut, zurzeit leben wir ja in einer sehr unruhigen Zeit, in der gerade Donald Trump unheimlich viel mit dem Handelsstreit und seinen Tweets für Unruhe sorgt, was auch an den Währungsmärkten für Turbulenzen natürlich geführt hat. Und damit haben wir diesmal eine Anomalie, wie es eigentlich sonst nicht der Fall ist. Wie kann man denn jetzt als Privatanleger von diesen Entwicklungen bei den Edelmetallen profitieren? Naja, die Frage ist, ob man jetzt noch profitieren kann. Also wir haben unsere Goldbestände, nachdem wir 10% gewonnen haben, wieder abgebaut, weil wir nicht von einer nachhaltigen Goldrallye eben ausgehen, sondern es sind jüngste Irritationen gewesen und wir warten, dass es wieder günstiger wird. Aber langfristig jetzt mal gedacht, glauben Sie, dass der Goldpreis seinen alten gordischen Knoten zerschlagen kann und eben diese Höchstkurse, die wir Anfang dieses Jahrzehnts gesehen haben, da lagen wir so bei ca. $1.900 die Unze, wieder erreichen können? Nein, das glauben wir nicht. Da müsste ein politischer Eskalationsprozess in Gang treten, so wie eben damals stattgefunden hat, 2008, 2009, wo wirklich wir an den $1.900 gekratzt haben. Auch damals haben wir verkauft, weil wir eher Optimisten sind. Und wir gehen auch jetzt eben von keinem Eskalationsszenario aus, sondern die Unruheherde, die es auf dieser Welt gibt, werden sich unseres Erachtens in den nächsten Wochen und Monaten lösen. Und damit dürfte auch vom Goldpreis einiger Druck wieder herauskommen. Andreas Glogger, herzlichen Dank für das Gespräch.